So, hallo, ich habe also den Herrn Reiser jetzt vom Mikrofon oder von der Kamera, den sportlichen Leiter vom ERV, von den Mighty Dogs. Herr Reiser, was ist denn heute los? Wir haben ja eine Pressekonferenz gehabt, was ist denn los, was ist passiert? Ja gut, also erstmal muss ich feststellen, ich bin seit 5 Minuten eben kein sportlicher Leiter mehr. Wegen kleiner Rückschläge. Aber Sie legen jetzt erstmal alles nieder, Ihre Ämter. Ich lege mein Amt als sportlicher Leiter nieder und als alles, was den Bereich Marketing anbelangt, stehe ich zu 100% zur Verfügung. Das ist mir vor allem auch schon so geklärt. Alles, was jetzt kommen soll, auch was von Vereinsseite so geplant ist, was auch aus der Vergangenheit heraus die letzten Monate von mir teilweise schon mitgeprägt wurde, muss der Verein wissen, wo er mich braucht, wo er auf mich zurückgreifen will. Wie gesagt, ich stehe für ziemlich alles zur Verfügung, aber die sportliche Verantwortung für die letzten 2 Jahre übernehme ich, auch wenn es schwer war, mehr zu erreichen. Aber es gehört dazu. Was ist mit dem Trainer? Also heute war eine Pressekonferenz vom Verein zum Thema Oberliga-Zugehörigkeit. Und der Verein hat bekannt gegeben, dass man nächstes Jahr nicht mehr in der Oberliga spielen wird. Die Gespräche, die wir hatten mit Sponsoren, sind gescheitert. Man hat einfach diesen Gesamtstock an Kapital, an Geld, ob jetzt Sponsoringgeld oder Gesellschaftereinlagen, nicht zusammenbekommen. Und hat auch in diesem Kreis Sponsoren entschieden, dass es Ziele sind, die man kurzfristig einfach nicht erreichen kann. Langfristig wäre es vielleicht möglich gewesen, aber auf Hauruck einfach eine GmbH zu haben und an den Start zu schicken, wo man dann nicht weiß, wie es im Dezember ausschaut. Das gibt einfach die Seriosität vom Verein und auch von den Leuten im Hintergrund nicht her. Und ja, wie gesagt, die Sponsoren, die da zusammengesessen sind, sind extrem treu gegenüber dem ERV schon immer gewesen. Ja, immer unterstützt in guten und in schlechten Jahren. An diesen Leuten lag es definitiv nicht, dass man den Pool an Geld nicht voll genug bekommen hat. Es war einfach zu wenig Unterstützung von anderen Firmen da, auch von Seiten der Großindustrie. Da war bis auf von Seiten der SGF, die einen kleinen Betrag in Aussicht gestellt haben, wie sie es in den letzten Jahren immer getan haben, überhaupt nichts zu machen. Und es ist einfach nicht möglich, einen Pool an Geld zur Verfügung zu bekommen, den man in einer Profiliga braucht, wie der Oberliga Eishockey. Und von daher war es eine Entscheidung gegen das Herz, aber für die Vernunft. Und ja, man zieht sich hier jetzt zurück in den Landesverband. Geht es denn jetzt weiter mit dem ERV? Was für eine Liga wird er denn spielen? Können wir das schon absehen? Ja, eins ist klar, das wird nicht die Bayernliga sein. Das lassen die Statuten vom Bayerischen Verband einfach nicht zu, dass man da reinkommt. Es wird die Bezirksliga oder die Landesliga sein. Es hängt daran, ob man eventuell über die Teilnahme von der 1B am letztjährigen Spielbetrieb in der Bezirksliga noch in die Landesliga nachrückt. Das wird sich erst Mitte Juni zeigen. Klar ist, dass es im Landesverband sein wird und dass man mit einer Mannschaft an den Start gehen wird, die zum allergrößten Teil aus Schweinfurtern Spielern besteht. Das ist das Einzige, was man zum jetzigen Tag sagen kann. Und ja, jetzt ist es an den Verantwortlichen, da was auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, ich habe meine Unterstützung zugesagt, aber ich werde definitiv keinen sportlichen Leiter mehr machen. Ich werde den Bereich Marketing weiterhin abdecken und ja, jetzt ist einfach an der Zeit, dass auch andere Leute Verantwortung und vermehrt Verantwortung übernehmen. Ich habe gesagt, ich stehe für die Oberliga nicht als sportlicher Leiter zur Verfügung und da ist einfach nur konsequent, das dann auch für eine untere Liga nicht zu tun. Das ist eine Frage von Charakter und dazu stehe ich. Und wie gesagt, es sind genug andere Leute da und die müssen jetzt Verantwortung zeigen. Was passiert mit den Spielern? Ja, sicherlich die Spieler, die hier regional verbunden sind, die aus Schweinfurt sind, da besteht bestimmt eine reelle Möglichkeit, die an den Verein zu binden, auch in der Bezirksliga, Landesliga. Spieler, die bisher vom Eishockey gelebt haben, für die ist schlicht und greifend dann in so einer Liga kein Geld da. Die werden jetzt den Verein verlassen und wir haben das gestern Abend auch den Spielern schon persönlich mitgeteilt, das nicht aus der Presse erfahren und die waren natürlich geknickt und ja, sind einige Spieler dabei, um die es mir persönlich auch sehr leid tut und habe auch diesen Spielern meine Unterstützung zugesagt bei Kontakten zu anderen Vereinen und ja, muss man schauen, welchen Spieler es wohin verschlägt und ich bin aber auch guter Dinge, dass viele, viele Spieler hier in Schweinfurt dann den Mighty Dogs die Treue halten werden. Es ist ja auch nicht immer ganz rund gelaufen, oder woran war es denn gelegen in der Saison? Ja, nicht nur diese Saison, auch die letzte Saison. Ich meine, man muss einfach festhalten, dass wir die Mannschaft sind, die mit dem geringsten Budget an den Start gegangen sind in der Oberliga. Vor allen Dingen, wenn man noch berücksichtigt, dass wir nordbayerischer Verein sind, wo einfach strukturelle Nachteile da sind. Man hat im Umkreis von 30 Kilometern keine Spieler, die man günstig an den Verein binden könnte.
oder auch kein Nachwuchs, der jetzt beispielsweise in Klostersee Junioren Bundesliga spielt, wo man sich rausbedienen könnte. Das heißt, wir müssen uns mussten uns von fremden Spielern ernähren und da ist natürlich so ein kleines Spielbudget noch mal härter und trotzdem ist es uns gelungen, dass wir 2 Jahre in Folge den Klassenerhalt geschafft haben, aber ja, die Erwartungshaltung beim Schweinfurter Publikum ist ja, einfach naturgemäß sehr, sehr hoch. Die Erwartungen haben wir nicht erfüllt, dadurch sind die Zuschauer auch rausgeblieben, was natürlich dann für die Vereinskasse auch nicht förderlich war. Und jetzt sind eben die Konsequenzen daraus gezogen worden und man zieht sich in den Landesverband zurück. Also gut, dann vielen Dank. Ja, bitteschön.